Alle Mütter da draußen kennen das. Es heißt immer, tut euch die Ruhe an, legt einen Gang zurück, erholt euch, macht euch einen gemütlichen Tee. Einen Tee, wenn ich einen heißen Tee mache, habe ich total die Panik, dass der Noah mir den umschmeißt, die selber verbrüht oder sonst irgendwas. Ne? Hallo meine Lieben. Ja, ihr hört es schon wieder, die Linda ist mal wieder erkältet. Also dieses Jahr steckt wirklich bei uns der Wurm drin, aber vom Allerfeinsten. Aber ich habe gedacht, heute muss ich mal mit euch sprechen, weil jetzt ist schon wieder eine Woche vergangen und es gab kein Video von mir und es zieht sich schon mittlerweile seit über einem Monat bei mir hin und jetzt habe ich eine schöne Nasennebenhöhlenerkältung, Entzündung und ja. Aber heute bin ich schön geschminkt, deswegen sieht man das alles nicht so genau. Obwohl man sieht, wenn man mich kennt, sieht man auch, dass ich auf jeden Fall noch ein bisschen ja, krank aussehe um die Augen herum. Ne? Deswegen immer schön hier Smoky Eyes und dann dick den Rand drunter, dann sieht man das alles gar nicht, diese Dark Circles. Ja, der Noah, letzte Woche Freitag, war in der Kita und dann wurde ich plötzlich angerufen, gegen 2 Uhr, ja, der Noah hat hohes Fieber. Ich denke so, was? Morgens war noch alles super. Sagte auch die Erzieherin, das war eigentlich alles tippitoppi und dann plötzlich nach Mittagsschläfchen war der Kleine auch total matschig. Auch ich kam dann, ich war wirklich 5 Minuten später war ich da und dann kam der mir auch schon entgegengerannt. Der hatte echt solche roten Augen und rote Bäckchen und auch andere Kinder waren krank, ja, die wurden auch abgeholt und dann sagten die auch, ja, heute sind die Kinder auch echt komisch und die sehen auch alle total komisch aus und alle am Husten, ja, und dann ging es los, ne? Am selben Abend wieder volles Rohr, voll Karacho, nur am Husten ohne Ende. Ich dachte schon, der hat Keuchhusten, weil der so extrem gehustet hat und teilweise auch Schaumbildung hatte, weil er es nicht alleine hinbekommen hat, sich abzuhusten. Dann haben wir das nachher so gemacht, dass mein Mann und ich uns mit dem Noah nachts auf die Couch gelegt haben. Im Wohnzimmer, weil da haben wir eine ganz, ganz riesengroße Couch und größer als das Bett jetzt hier, weil ich möchte nicht, dass er bei dem Husten allein in seinem Zimmer schläft. Und wir mussten ihn auch teilweise immer wieder aufrichten und ihn abklopfen, volle Kanne auf dem Rücken abklopfen, damit er sich selber abhusten kann. Das war auf jeden Fall ein bisschen shocking alles. Das waren so 3-4 Tage, die waren echt hart. Ich habe dem sogar das allererste Mal in seinem Leben Antibiotika gegeben, obwohl ich gar kein Freund davon bin, aber es ging gar nicht anders. Ja. Naja, auf jeden Fall, das war dann schon nach 2-3 Tagen besser und der Husten ist immer noch da, klar. Husten, auch bei uns, dauert ewig, bis der weggeht, ne? Ja, und dann ging es mir auch plötzlich immer schlechter und immer schlechter, ja. Und ich hatte Fieber und da ging gar nichts mehr bei mir und ich konnte kaum noch stehen und gehen und gar nichts. Also wirklich, wenn man sonst bedenkt, einfach mal so Laufklamotten anziehen und loslaufen eine Stunde, alles easy, kein Thema. Und wenn du plötzlich eine Erkältung hast oder so viele Infekte hintereinander, dann bist du einfach nur noch tot und platt und dann geht auch gar nichts mehr, ja. Auf jeden Fall wollte ich euch aber sagen, dass trotz meines Infektes ich mich ja nicht komplett zur Ruhe lege. Erstens, es geht gar nicht. Alle Mütter da draußen kennen das. Es heißt immer, tut euch die Ruhe an, legt einen Gang zurück, erholt euch, macht euch einen gemütlichen Tee. Einen Tee, wenn ich einen heißen Tee mache, habe ich total die Panik, dass der Noah mir den umschmeißt, die selber verbrüht oder sonst irgendwas. Ne? Dann habe ich den immer irgendwo oben stehen auf der Küchentheke oder irgendwo und dann vergesse ich meinen Tee und dann war es das auch. Und 2 Stunden später denke ich, oh, du könntest ja mal einen Ingwertee trinken. Und ich glaube, so geht es auch ganz vielen da draußen. So, aber da ich ja jetzt momentan nicht laufen gehen kann, weil das aufs Herz geht, weil ich momentan kein Ausdauertraining machen kann, da habe ich gedacht, komm, bevor du komplett einrostest, machst du Yoga. Und jetzt mache ich seitdem jeden Tag Yoga, auch über YouTube. Da gibt es so viele tolle Yoga-Videos und ich kann euch ja mal ein Yoga-Video verlinken. Und das ist jetzt nicht so spirituell, sondern es ist eher so ein bisschen Fitness-Yoga. Und das finde ich ganz cool. Also das sind immer so 20-Minuten-Videos und ich fühle mich danach auch echt, ja, nicht eingerostet, vor allem wenn man krank ist, man fühlt sich echt elend. So, dann mache ich kurz mein 20-minütiges Yoga und dann gehe ich duschen, dann geht es mir auch direkt besser. Ne? Und ich bin auch schön durchgedehnt und durchgestretched und habe aber trotzdem ganz sanft immer die Kräftigung gehabt. Also so verliere ich nicht ganz meine Ausdauer und auch verliere auch nicht ganz meine Kraft. Natürlich geht mir jetzt eine Menge Flöten dabei, ne? Also klar, so Konditionen und so, aber ja. Ich verliere dann trotzdem nicht so meine körperliche Kraft irgendwie. Also ich versuche das ein bisschen aufzuhalten dadurch. Und was ich auch immer wieder feststelle, ist, dass gerade Mütter, die 1-2 Kinder haben,
sich immer mehr Mühe geben, trotzdem Sport zu machen, sogar wenn die vorher nie Sport getrieben haben, dass sie gerade mit der Geburt der Kinder plötzlich sportlich werden. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und ja, also ich kann euch das wirklich ans Herz legen, wenn ihr irgendwie krank seid oder wenn ihr mal irgendwie nicht so die Kraft habt am Tag, weil es anstrengend war, weil die Kinder eingefordert haben, weil die total rumnörgeln oder sonst irgendwas und somit versucht ein bisschen fit zu bleiben, weil das ist echt so, ja, es gibt einem nochmal so ein bisschen was zurück und es gibt noch ein bisschen Kraft und das finde ich irgendwie ganz cool, ja. Also das mache ich gerade, ne? Ich bin ja fleißig der Yogi geworden. Und das macht mir dann auch irgendwie auch Spaß, weil ich weiß, komm, jetzt hängst du nicht ganz komplett ab und ja, tust ein bisschen was für dich, weil irgendwie ist das auch ein bisschen krank heutzutage. Man hat immer das Gefühl, man muss immer mehr optimieren, man geht nicht mehr spazieren, man läuft Marathon, man isst kein Obst mehr, man trinkt nur noch Smoothies. Es muss alles immer so super sein, so mega Maximum muss erreicht werden. Die Kinder gehen nicht mehr spielen, nein, die Kinder haben eine frühkindliche, was weiß ich, was für eine tolle Erziehung und dann haben die hier nochmal bilinguales, blablabla, macht der Noah auch alles. Also dieses ganze Ding im Kindergarten, in der Kita, ich habe das Gefühl, teilweise spricht der Spanisch mit mir oder singt irgendwelche spanischen Lieder, finde ich alles auch echt total cool, aber irgendwie so wichtig ist das auch gar nicht. Es ist toll, dass er es mitnimmt. Mir wäre es irgendwie doch lieber gewesen, wenn er Englisch gelernt hätte oder so oder Englisch macht in der Kita. Aber ist ja auch egal, ne? Also das Wichtige ist, dass wir uns wohlfühlen, dass wir happy sind und dass wir gut durch den Tag kommen. Und gerade wenn die Kinder so ein bisschen anstrengend sind, dass man auch so, ja, wenigstens wenn die im Bett liegen, mal kurz so einen Moment, dass wir uns wieder spüren, unseren Körper spüren. Weil wenn wir uns nicht spüren, können wir gar nicht richtig Energie wahrnehmen oder Energie wieder auftanken. Und dann fehlt uns das. Und das ist wirklich wichtig. Und da möchte ich gerne, ja, euch einfach diesen Tipp mitgeben, wenn ihr sonst nicht zum Kraftsport oder ins Fitnessstudio oder whatever, was ihr macht, gekommen seid oder hattet einen echt mega stressigen Tag. Die Tage kenne ich auch, habe ich auch sehr oft, also gerade in der Trotzphase, macht Yoga ganz kurz und dann ist es auch gut. Ich bin zwar nicht der Mega-Yogi, weil ich eigentlich nicht so dieses ruhige Ding kann, und aber durch meine krasse Erkältung jetzt in der ganzen letzten Zeit, wo ich andauernd rausgeworfen werde aus meinem Training, ja, lerne ich jetzt auch mal Kraft zu schöpfen in der Ruhe. Und ja, es funktioniert. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen hoch da und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss und bye bye.